Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei mir bei Prings, heute mit einem neuen Video zu Planet Coaster. Und zwar habe ich in Planet Coaster versucht, wieder mal meinen eigenen Park zu bauen. Den alten Park habe ich leider aufgeben müssen und auch einen zweiten Park, den ich in der Beta-Zeit gebaut habe, ging leider verloren. Aber ja, so ist das eben in der Beta-Phase oder Alpha-Phase. Jetzt sind wir hier endlich im Release. Und ja, ich habe wieder versucht, einen Park, wie gesagt, zu bauen und habe hier gerade im Anfangsbereich sehr stark mit verschiedenen Elementen versucht zu spielen, habe versucht, das Ganze relativ ruhig zu halten, nicht so viel Szenerie, sondern ein bisschen mehr dekorativ das Ganze im Hintergrund zu halten, mit einem schönen Springbrunnen aus dem Steam Workshop hier, diese Mühle. Und ansonsten sind ein paar selbstgebauten Elementen und hab dann mir gedacht, so, ich will endlich meine Burg bauen und hab das auch hier gemacht. Meine erste Burg, sie steht mit allem, was dazu gehört, und ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz gut geworden. Also es hätte schlimmer enden können, als es dann doch geworden ist. Und hab dann weitergebaut und im hinteren Bereich hier Essen und Trinken und Toiletten aufgestellt, damit die Leute einmal quer durch den Park gehen müssen, wenn sie das haben wollen. Und habe dann in die Burg hinein, und man sieht es, dass sie im Nachhinein gebaut wurde, denn leider passen die Elemente nicht so hundertprozentig in dem Bereich, die Achterbahn hineingesetzt. Und ja, und ups, möchte ich auch dann gleich starten, erst einmal mit dem ersten, mit der ersten Fahrt sozusagen dazu. Wir nehmen gleich mal den Wagen, denn der ist schon auf dem Weg nach oben. Ich beschleunige das Ganze auch einmal, denn ja, die Auffahrt ist ja nicht unbedingt das Spannendste. Und wir starten an der Spitze. Ich habe versucht, ein paar Elemente mit einzubauen. Das heißt, die Achterbahn geht nicht nur um die Burg herum, sondern auch mittendurch. Und habe dann auch versucht, diese neuen diese Auslöser mit einzubauen, die man da jetzt hat. Und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen eigentlich. Wie zum Beispiel hier diese Türen, die aufgehen, sobald man sich ihnen nähert, auch mit den Kanonen auf der Seite, die schießen, wenn man vorbeifährt. Gut, das war es eigentlich auch in dem Fall hier mit den Elementen, das kommt später nochmal ein bisschen mehr dazu, aber in diesem Fall, wie gesagt, war das einfach nur diese Türelemente. Nein, stimmt nicht ganz, was, auf was ich ganz stolz bin, rechts hier die Feuer, diese Fackeln, die dann so angehen, nacheinander, wenn der Zug in die Station reinfährt, gehen die an und gehen dann auch alle gleichzeitig wieder aus. So muss ich mich aus der Perspektive raus. Whoop. So, und gehen auch gleichzeitig alle wieder aus. Da ist irgendwie noch eine Kante. Um die muss ich mich dann nochmal kümmern. Das mache ich aber jetzt nicht. Ja, also man sieht, wie gesagt, mein erster Coaster, den ich hier in der, ja, Released Version gebaut habe. Ich bin ganz stolz drauf eigentlich. Also es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ja, war gar nicht mal so leicht, das Ganze auszutüfteln. Hab auch versucht, die Werte entsprechend alle im grünen Bereich zu haben. Ja, der schwankt immer zwischen 5,9 und 6,0. Und ab 6,0 wird der grün, also sagen wir mal, der ist grün. Ja. Danach habe ich mir gedacht, okay, es gibt ja diese Fahrgeschäfte hier. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich möchte daraus eine Geisterbahn bauen. Und weil ich das eigentlich sehr passend... jetzt habe ich hier wieder vorweg. Weil ich das eigentlich ganz passend fand von dem Aufbau des Wagens. Und ja, ich habe mir gesagt, das passt einfach, wie gesagt, sehr gut zu Geisterbahn. Und man hört das vielleicht im Hintergrund auch, das Hexengelächter schon zu diesem Fahrgeschäft. Und ja, wie gesagt, Geisterbahn alles aufgebaut entsprechend oder zumindest versucht aufzubauen. Und ich denke auch, das ist mir ganz cool gelungen mit diesen Effekten, die man gleich sehen wird. Mal schön durch die Lampe durch oder durchs Brett vom Kopf erstmal hier haben. Also, wie gesagt, mit den Effekten, wie zum Beispiel den Rittern hier und den Sägen auf den Seiten, die dann anfangen sich zu drehen, diese Sägeblätter, beziehungsweise dann auch die Hexe, die Besucher verzaubert, dazu das Hexengelächter. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich schon recht cool, recht stolz, wie cool das eigentlich. Bin verschluckt auch noch. Wie cool das eigentlich rausgekommen ist, auch mit den Feuereffekten hier. Oder das Skelett da oben. Was schaurig lacht. Also, wie gesagt, die Effekte, finde ich, konnte ich ganz gut umsetzen eigentlich. Ein paar Ideen hatte ich da noch mehr. Und ich wusste nicht, aber vom Platz wollte ich auch nicht zu viel machen, auch nicht zu wenig. Und
Da ging es von der Umsetzung her doch nicht so ganz so gut. Also es ist ein Gemisch zwischen allen. Ich gehe ein bisschen runter. Wir fahren nämlich ständig durch die Bäume durch. Aber an und für sich, denke ich, ist das eigentlich ganz, ganz cool gelungen, wie das herausgegangen ist. Auch hier mit diesem Kraken, der sich da jetzt verschanzt in der Ecke. Das Einzige, was nicht ganz realistisch ist, das muss ich zugeben, das ist dieser Part jetzt hier, wo dann das Öl von überall kommt. Ja, also keiner würde den Parkbesuchern von Öl über den Körper schütten. Sagen wir mal, das ist schwarzer Nebel. Aber in Wahrheit ist es Öl. Also das Ding heißt Öldüse oder sowas in der Richtung. Ja, und hier gibt es eine letzte Runde noch zum Eingang. Und bevor die Leute da wieder aussteigen können, werden sie erst einmal elektrisiert noch einmal auf diesen... Ich finde es auch recht cool, dass man von hier unten, von hier oben runter sehen kann auf den anderen Wagen jetzt, der genau gerade vorbeifährt. Ich glaube, das Einzige, was nicht ganz gut getimt ist, ist hier das hier. Ja, da werden die Leute in der ersten Reihe nochmal geröstet. Also das muss ich nochmal ein bisschen ausklügeln her vom Timing her mit diesem Flammenwerfer. Aber gut, das soll jetzt unser kleinstes Problem sein. Ja, und wie gesagt, auch der Weg hier wieder runter zum Start mit den Zahnrädern, was mir persönlich sehr gut gefällt. Als Steampunk-Fan sind das Zahnräder so etwas, wo ich immer mit gleich identifiziere. Hat ganz gut funktioniert eigentlich. Und ja, man sieht auch, die Achterbahn ist gut besucht. Also die Leute stehen auch davor schon an der Schlange. Und ja, sie jammern nur ein bisschen, dass man halt, die Warteschlange ist voll, schade. Aber gut, das ist unser kleines Problem erst einmal. Das heißt, wir haben hier einen passenden... Jetzt mache ich den Nachtmodus mal wieder aus. Wir haben hier... Achso, es ist gerade Nacht, okay. Also wir haben hier, wie gesagt, diese Geisterbahn direkt neben dem Schloss mit dem im Wäldchen und die Achterbahn hier. Und was wir hier auf der anderen Seite noch haben, das ist dann mehr so die Piratenecke, sag ich mal dazu. Wir werden gleich sehen, warum. Ah, perfektes Timing. Denn wir werden auch eine Runde mit der... Ein bisschen schneller. So. Mit der Wildwasserbahn fahren. Auch hier habe ich, wie gesagt, wieder versucht, wieder ein paar Timings besser zu setzen. Von den Auslösern her, wie zum Beispiel beim Hochfahren schon diese Wasserdüsen auf der Seite, die ausgelöst werden, wenn man vorbeifährt. Wobei man sagen muss, die sind alle mit einem Auslöser nur und dann separat zueinander versetzt. Anstatt dass jedes Doppel einen eigenen Auslöser hat, das war mir dann doch wieder zu anstrengend. Das funktioniert auch ganz gut, wie man sieht. Also es löst dann auch aus und das Wasser spritzt ihn auf. Man kann sich das gut vorstellen, oder man sieht es ja auch eigentlich, wie cool das eigentlich wirkt, wenn man selber in diesem Boot drin sitzen würde. Ansonsten ist die Fahrt eigentlich relativ unspektakulär. Da war das Spiel. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen stärkeren Abfall und das ist der hier. Mit dem Klatschelement am Ende. Bevor wir dann hier wieder in diesen mehr szenaristischen Ort kommen. Und was man hier auch hat, diese Dampfdüsen, die so ein bisschen diese skandinavische, diese Fontänen, diese Wasserfontänen, wie heißt es denn jetzt, diese Thermengeschichten so ein bisschen demonstrieren sollen. Ansonsten haben wir hier in unserem kleinen Tümpel das Riesenschiff. Ist, wie gesagt, mehr zur Unterhaltung als wirklich jetzt der Realitätsnahigkeit der Szenerie. Das heißt, wir haben hier die Briten, die gegen die Piraten kämpfen. So ein Wasserbogen noch am Ende. Mann, mir hängt noch ein bisschen die Erkältung von letzter Woche nach. Bevor es dann hier wieder nach oben geht. Ich mache das mal ein bisschen schneller jetzt in dem Fall, denn hier kommt nichts mehr außer... wieder der Start. Aber den Leuten scheint es auch hier zu gefallen. Auch hier nutzen die Leute, wie gesagt, die Wege. Und was man auch hier sehr oft sieht, das sind diese Premium-Pässe. Das heißt, die Leute kaufen die Premium-Pässe bei der Information und können dann hier über diesen Weg vom Eingang hier abkürzen und müssen sich also nicht hinten anstellen, sondern können im Prinzip reingehen und sind eigentlich mehr oder weniger gleich am Anfang. Und sind auch priorisiert. Das heißt, die haben immer Vortritt, was die Schlange angeht. Ein bisschen unfair natürlich für Leute, die sich normal anstellen, aber jemand, der sich den Pass kauft, finde ich, der muss auch was dafür haben. Und da soll es auch sein, dass der entsprechend nach vorne darf bei seinen Fahrten.
Ja, das war so im Prinzip mal der Mittelteil und wir haben dann hier noch als letztes den unfertigen Science-Fiction-Teil oder das Science-Fiction-Szenario, was auch sehr gut bei Nacht funktioniert, wo wir dann hier dieses Gebäude haben mit der Beschleunigung innen drin und mit der Achterbahnfahrt. Mann, das ist wirklich mit der Erkältung ist nicht mehr, ist echt nicht zu spaßen. Und auch hier habe ich versucht, das ist der falsche Zug. Und auch hier, jetzt verpasse ich den, dann bleiben wir bei dem Zug. Und auch hier habe ich versucht, kommen wir schneller rein. Auch hier habe ich versucht, verschiedene Elemente mit einzubauen, die Fahrt interessanter machen, wie zum Beispiel diese Türen, die aufgehen. Oder auch die Dampfdüsen davor, die so ein bisschen das Ganze spektakulärer halten sollen. Ansonsten auch hier ist die Fahrt, also hier, nicht auch hier, aber hier ist die Fahrt besonders über Kopf und drehen nach links, drehen nach rechts, ohne aber zu viel eigentlich vom Nervenkitzel her zu verursachen. Also das hält sich eigentlich in Grenzen. Aber der Spaß ist hier auf jeden Fall so weit oben. Also wir sind bei 6,5 mindestens, was den Spaß angeht. Das heißt, die Leute sind bei dieser Achterbahn sehr begeistert. Und ich persönlich fand sie auch ganz gut, habe ich sie ganz gut hinbekommen, vom Gefühl her. Es kommt hier noch ein bisschen Szenerie rein, also ich möchte hier dann noch so ein bisschen den Weltraumkampf noch simulieren, also ich möchte noch so ein paar Raumschiffe dann hinsetzen, die dann aus abgestürzt abgestürzt und brennend sein sollen mit Menschen, die gegen Aliens kämpfen, also das kommt dann alles noch mit dazu. Hier haben wir schon mal so ein paar größere Raumschiffe, die jetzt aber gelandet sind, also das ist mehr die ruhige Ecke. Wie gesagt, ich habe noch so vor, so ein bisschen hier das Gebiet dann in diesen Weltraumkampf einzuarbeiten. Ansonsten haben wir hier noch ein paar futuristische Gebäude, die ich versucht habe selbst zu designen. Sind ein bisschen besser rausgekommen, ein bisschen schlechter. Und noch der ein oder andere Raumschiff, was dort da steht, wie zum Beispiel der hier oder der hier. Ansonsten haben wir noch hier Toiletten und Essen und Trinken, wo die Leute noch einmal entsprechendes kaufen können. Das ist dann die letzte Achterbahn, die ich für euch habe, wo wir nochmal einsteigen. Wir können gleich in die einsteigen eigentlich. Auch eine Achterbahn mit sehr viel oben und unten noch, die sehr viel nach oben und unten geht, sehr viel über Kopf. Und auch ein bisschen rasanter von der Geschwindigkeit her. Allerdings ein bisschen kurz, habe ich das Gefühl. Aber ihr werdet es auch gleich sehen und was ich auch sehr cool finde. Wenn man es gut gehört hat, jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, der Alarm im Hintergrund, der dann noch einmal den Start dieser Fahrt nochmal ankündigt. Wo es dann hier über die Piste geht. Und auch hier habe ich versucht natürlich entsprechend den Spaß und den Witzel im guten, coolen Bereich zu halten. Habe ich auch hier sehr gut geschafft. Zeige ich euch auch noch einmal. Und was man hier nur sieht, wenn man auf die Kamera umschaltet. Die Flammen, die auftauchen, wenn der Wagen reinfährt in die Station. Also auch hier sieht man dann, die Übelkeit ist nicht so hoch, hätte ich im grünen Bereich. Wir haben einen relativ guten Nervenkitzel von fast 5 und 6,1 den Spaßfaktor. Deshalb ist auch eigentlich diese Bahn so gut wie immer voll besetzt. Und das ist natürlich jetzt der Vorführmoment, wo die Bahn nicht voll besetzt ist. Auch noch wenn die fast im fliegenden Wechsel ist. Das heißt, die eine Bahn fährt ab. Wird doch voll, okay, wunderbar. Und die andere Bahn kommt in dem Fall an. Und hier sieht man nochmal die Flammeffekte nochmal ganz cool eigentlich. Ja, das war es erst einmal von meinem ersten Park in der Release-Version. Ich will ihn noch ein bisschen ausbauen natürlich. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ihr gern sehen wollen würdet. Ja, ob ihr vielleicht neue Ideen habt. Ich würde gern, noch einen Westernpark sehen oder etwas ganz anderes, was nicht von den Szenarien vorgegeben ist, weil wir haben ja hier verschiedene Piraten und Märchen, Planet Coaster, Western, Sci-Fi, die ja die verschiedenen Szenarien von sich auch schon mal abdeckt. Das heißt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich vielleicht bauen könnte, dann sagt mir Bescheid, dann versuche ich das dann so entsprechend so gut wie möglich umzusetzen. Ansonsten halte ich euch natürlich immer auf dem Laufenden, was den Park angeht, was da weitergeht. Und ich hoffe, dass ich demnächst wieder ein paar mehr Videos machen kann. Das ist mir leider in letzter Zeit nicht möglich gewesen, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir noch ein Like und abonniert meinen Kanal. Ansonsten, wie gesagt, sage ich danke und bis zum nächsten Mal.
those puppies off the ground. Swing those hips, shake them down. It's rag, it's razz, it's nasty jazz. Let's jump.